Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Review. Heute möchte ich mal über ein Thema reden, das mich eigentlich schon lange bewegt und wo ich schon seit einiger Zeit versucht habe, eine Lösung zu finden, nämlich für das Thema Videofilmen am iPhone. Und deshalb ein Blick auf verschiedene Apps. Die einen verwende ich schon etwas länger und die anderen sind jetzt neu. Und zwar ganz konkret geht es hier jetzt mal zunächst um Filmic Pro. Das ist eine Video-App, die ich schon seit einiger Zeit verwende, mit der ich aber irgendwie nicht mehr ganz glücklich bin. Und zwar, die bietet folgende Möglichkeiten. Man kann bei dieser App einerseits, wie man das links sieht, den Sound mithören bzw. auch angezeigt bekommen, was vielleicht für den einen oder anderen Anwendungszweck durchaus praktisch sein mag. Das heißt, man kann das Ganze natürlich auch über Headset mithören, aber ist wahrscheinlich eher ein Feature, das man nicht so unbedingt braucht. Was sehr, sehr praktisch ist bei diesem Programm, ist, dass man viele Dinge manuell einstellen kann. Dafür gehen wir hier mal in das Menü, in die Settings und sehen, wir können hier zum Beispiel einstellen die verschiedenen Frame Rates, also die Bilder, die pro Sekunde aufgenommen werden im Videomodus. Dann gibt es ein bisschen was an Effekten, bis hin zu Slow Motion und so weiter. Man kann auch gewisse Funktionen vorprogrammieren. Ganz klar natürlich, man kann auswählen vordere oder rückwärtige Kamera. Dann kann man auswählen, weil diese App ja ausschließlich im Querformat funktioniert, kann man auswählen, möchte man das iPhone jetzt rechts oder links halten, dementsprechend die Orientierung rechts bzw. links für den Home-Button. Oder automatisch, dann dreht sich das von selber. Die Auflösung natürlich ganz klar, das iPhone filmt seit dem 4S in Full HD mit 1920x1080. Die Preview-Funktion kann man einstellen, man kann einen digitalen Zoom aktivieren für das Video. Es gibt eine Bildstabilisierung, die schon ein bisschen etwas bringt. Das Problem ist nur, sobald sich im aufgenommenen Bild irgendwas bewegt, um nicht zu sagen, man versucht irgendwie zu schwenken, dann gibt es so eigenartige Ruckler und das sieht nicht besonders schön aus, leider. Ideal wäre also die Montage auf einem Stativ. Ja, dann kann man hier noch GPS beispielsweise taggen, automatisch mitspeichern, ein Histogramm anzeigen, das ist also für die Profis, die dann noch verschiedene Werte ablesen möchten. Und sehr praktisch finde ich immer, wenn man die unterschiedlichen Frames sich ansehen kann während der Aufnahme. Das heißt also, das ist für die Bildgestaltung sehr, sehr praktisch. Außerdem lassen sich Bildformate noch zusätzlich zu dem normalen 16:9, das das iPhone aufnimmt, auswählen. Da ist man dann schon praktisch im Kinobereich unterwegs. Das wird man aber wahrscheinlich direkt in der Kamera nicht verwenden, sondern vielleicht im Nachhinein dann im Schnitt, wenn man das Ganze mit einem professionellen Programm bearbeiten möchte. Ansonsten von den Funktionen her dann noch der Bereich Advanced Encoding, sehr interessant. Hier lässt sich die Bitrate einstellen, je nach gewünschter Qualität, denn auch Full HD ist natürlich nicht Full HD. Da gibt es unterschiedliche Bitraten und je höher die Bitrate, desto mehr Details können aufgenommen werden. Der höchste Wert verbraucht logischerweise am meisten Speicher im Gerät. Dazu noch Audio-Einstellungen. Das Ganze ist aber nicht so wichtig. Es gäbe noch eine Fernbedienung für das Ganze und das war es im Prinzip schon. Das sind also die Einstellungen von dieser App. Wir haben hier auf der linken Seite unten verschiedene Buttons, wo wir beispielsweise dann auch das Licht aktivieren können, aber andererseits vor allem die Einstellungen treffen können für die Belichtung und für den Fokus. Das Ganze lässt sich dann auch für den Weißabgleich einstellen und das ist sehr, sehr praktisch vor Ort beim Filmen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz
praktische App eigentlich, aber das Mühsame dabei ist, man sollte nicht versuchen, gleichzeitig Fotos zu machen, denn das geht in dieser App nicht. Und das war eigentlich der ursprüngliche Grund, warum ich auf die Suche gegangen bin nach etwas Neuem. Auch weil der Bildstabilisator nicht perfekt funktioniert. Und das Ganze ist also, wenn man unterwegs ist und fotografieren und filmen gleichzeitig möchte, sehr, sehr mühsam. So, jetzt auf die Suche nach etwas anderem. Und da bin ich zum einen fündig geworden bei diesem hier. Diese App nennt sich Kamera Plus Pro und war vor einiger Zeit vielleicht noch relativ spannend. Mittlerweile ist es aber schon ziemlich durchschnittlich, was hier geboten wird, leider. Und zwar gibt es im Prinzip im Fotomodus einen Bildstabilisator. Es gibt einen Timer. Dann kann man die Funktion auswählen, dass man also direkt bei einer Berührung des Displays auslöst. Man braucht also den normalen Button hier unten nicht zu verwenden. Das ist ein kleines extra Feature, was vielleicht ganz praktisch ist. Ansonsten, außer diesem Gitter hier, wird im Fotomodus relativ wenig geboten. Der Videomodus ist auch keine Offenbarung, leider. Hier kann man nur noch einen Zeitraffer auswählen, auch wieder ein Gitter über das Ganze drüber legen und das war's dann schon. Also im Prinzip genau dasselbe wie beim normalen iOS-Fotoprogramm bei der serienmäßigen App, die Apple mitliefert. Jetzt aber noch zwei Programme, zwei Apps, die sehr, sehr interessant sind, meiner Meinung nach, nämlich Pro Camera und Kit Camera. Kit Camera sieht lustig aus und klingt vom Namen her vielleicht wie ein Spielzeug, aber es ist ein Spielzeug, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr interessanten Funktionen und diese Funktionen möchte ich jetzt mal ein bisschen durchschauen. Und zwar, es gibt, wenn man hier unten das Hauptmenü aufruft, zahlreiche verschiedene Grund Settings, nämlich natürlich einerseits Video, dann das normale Fotografieren, das Umschalten geht relativ schnell, dann gibt es einen Stabilisationsmodus, einen Timer, eine Multiaufnahmefunktion, wo man also mehrere Fotos hintereinander schießen kann, dann gibt es einen Multishot, wo auf einem Bild dann mehrere Aufnahmen landen. Dann gibt es Timelapse, das ist dann eine Zeitrafferaufnahme. Und hier noch ein paar Spezialprogramme bis hin zum Nightshot. Das ist also alles sehr, sehr interessant gemacht. Und natürlich, wenn wir uns jetzt hier beispielsweise mal den normalen Fotomodus ansehen, kann man hier noch einige Spezialsachen auswählen, die sehr, sehr interessant sind. Einerseits hier oben rechts das Bildformat, 4 zu 3 ist das normale. Dann kann man hier diese Markierungen, diese Linien, das Raster zu- oder wegschalten. Man kann die aktuellen Daten einblenden. Das ist also Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert. Das ist interessant, denn der ISO-Wert, den man hier ablesen kann, der erklärt, wie es mit dem Rauschen aussieht. Das heißt, je höher der ISO-Wert ist auf dem Foto, desto stärker wird man nachher Bildrauschen bemerken. Das ist gerade bei Nachtaufnahmen natürlich ein großes Thema. Und hier gibt es auch ein ganz interessantes Levelmeter, wo man also dann auch sich nach dem Horizont ausrichten kann mit der Kamera. Nette Spielerei. Wie oft man sie brauchen wird, ist die Frage. Und dann natürlich gibt es noch ein ganz, ganz tolles Extra, das wir hier rechts unten anklicken. Und das sind viele, viele Filter, die sich auswählen lassen. Und dadurch hat man also sehr, sehr tolle Möglichkeiten, das fertige Bild zu beeinflussen. Und diese Filter sind also bereits in der Preview
zu sehen. Gleichzeitig kann man dann auch noch hier beispielsweise einen unterschiedlichen Film auswählen, wie man ihn eben früher in der analogen Fotografierzeit verwendet hätte, wo dann auch noch ein paar zusätzliche Effekte untergebracht sind. Zusätzlich auch noch dann für das Fotografieren unterschiedliche Rahmen. Also lauter sehr, sehr nette Spielereien. Das bringt dieses sehr, sehr coole Fotoprogramm mit. Die hier ausgewählten Filter sind übrigens auch in der Videofunktion verwendbar. Das heißt, man ist hier wirklich sehr, sehr flexibel und kann lustige, tolle Ergebnisse erzielen. Ich möchte mir aber jetzt die letzte App ansehen, ProCamera, und die finde ich persönlich am stärksten. Es ist leider etwas mühsam hier, immer mit einem extra Klick zwischen den verschiedenen Betriebsarten auszuwählen. Das könnte eigentlich auch etwas einfacher gehen, würde man sich wünschen. Das schafft nämlich Apple weit besser in der normalen iOS-Foto-App. Aber das soll nicht das Problem sein, man ist trotzdem relativ schnell im Umschalten. Außerdem gibt es noch einen kleinen Clou, und zwar, wenn man im Video-Mode einfach fotografieren möchte, dann geht das auch. Allerdings nur in diesem 16 zu 9 Querformat und nicht in der vollen Fotoauflösung. Ich habe jetzt hier mal das Display gedreht, das funktioniert auch. Gott sei Dank, dass man das gut sieht hier am Bildschirm, den ich übrigens mit einem iPad abfilme. Und jetzt mal ein Blick auf diese App. Was kann diese App alles? Und zwar, wir schauen mal hier oben. Hier haben wir die Auswahl beim Blitz, also Blitz an, aus und automatisch. Eine Information zum vorhandenen Speicherplatz, dann die Auflösung HD in maximaler Bildqualität und die Auswahl der Kamera, also vordere oder hintere Kamera. Links unten ein Blick in die Galerie und dann eben hier mit diesen beiden Pfeilen kann man auswählen zwischen den verschiedenen Funktionen, also eben Video, Foto oder Nachtaufnahme, oder man kann auch noch einscannen, wenn man möchte. So, wir sehen uns mal zuerst die Fotofunktionen an. Hier sehen wir, es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten, die man leider hier auf dem Video jetzt nicht so besonders gut sieht, aber ich werde es mal kurz erklären. Also, Fotofunktion bedeutet schnelle Fotoaufnahme, Rapid. Dann gibt es beispielsweise wieder diese Linien, dieses Raster, das beim Fotografieren hilft, wenn man das Bild ausrichten möchte. Es gibt Weißabgleich. Man kann sich den ISO-Wert eben und die Belichtungszeit anzeigen lassen. Bildformat einstellen, je nach gewünschter Größe. Und es gibt einen Anti-Shake. Das ist also, wenn man in Gefahr sein sollte, dass man was verfackelt, dann hilft hier die App. Gleichzeitig natürlich auch noch vorne ein Selbstauslöser. Das ist eh Standard. Was finden wir bei den Einstellungen? Hier gibt es einige interessante Möglichkeiten, hier noch was zu verändern, nämlich einerseits hier, wie stark oder wenig stark möchte man einen Bildstabilisator einsetzen, dann für den Selbstauslöser die Sekundenanzahl. Es gibt einen Vollbildauslöser. Das bedeutet, wie wir das bei der vorigen App schon hatten, man kann also mit einem einzigen Klick auf das Display auch auslösen, ohne dass man den Fotobutton drücken muss. Und in Summe kann ich also ProCamera von allen Apps, die ich mir hier genauer angesehen habe, am meisten empfehlen. Sie ist sehr günstig und bietet einen großen Funktionsumfang und vor allem gerade das Videofilmen funktioniert sehr, sehr gut und
Das ist das Entscheidende, damit endlich auch iPhone-Besitzer die Chance haben, Videos in einer Qualität zu drehen, wie man das ansonsten mit jeder durchschnittlichen Digicam kann. Und das iPhone bietet ja technisch gesehen so viel und auch eine tolle Ausstattung, die also sowohl die Linse als auch den Bildsensor betrifft. Und das ist eigentlich schade, dass es abgesehen von dieser App hier, die mir wirklich am besten gefällt, kaum etwas gibt, das qualitativ dem entspricht, was man sich eigentlich erwarten würde. Alle weiteren Infos natürlich in einem ausführlichen Artikel, der hier direkt verlinkt ist, und sämtliche Fragen, Anregungen, Kritik und auch sonstiges natürlich gerne hier bzw. auf unserer Website in den Kommentaren. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.